Wir sind nach wie vor in einer sehr, sehr schwierigen Situation, was die Pandemie in Deutschland angeht. Das, was wir an Erfolgen haben, haben wir den Bürgerinnen und Bürgern zu verdanken, die sich an die Regeln gehalten haben. Das ist gut so. Gleichwohl ist für die Diskussion, die wir gerade führen, um einen Ausstieg, um Lockerungen, zu sagen, es bleibt dabei, wir brauchen dringend grundlegende Voraussetzungen dafür. Genügend Schutzkleidung, genügend Tests und im Zweifelsfall eben auch genügend Personal. Personal insbesondere bei den Gesundheitsämtern. Deswegen die Bundesregierung, aber auch die Landesregierung und die Kommunen sind dafür verantwortlich, erstens dafür zu sorgen, dass es genügend Schutzkleidung gibt, dass es genügend Tests gibt, dass genügend Personen in den Gesundheitsämtern da sind und auch jetzt zu sagen, wann es erreicht sein wird, dass diese Voraussetzungen gewährleistet sind, damit man offen und transparent über eine Lockerung von Maßnahmen sprechen kann. Ich finde es vollkommen richtig, so sehr, wie sich Menschen an die Regeln halten, so sehr müssen sie auch in der Demokratie daran beteiligt werden, wie man Lockerungen stattfinden lassen kann. Das werden zuerst sicherlich die kleinen Geschäfte sein, es werden dann irgendwann die Schulen sein, die Kindertagesstätten sein, andere öffentliche Einrichtungen. Mit Sicherheit wird es lange noch darauf zu verzichten sein, dass wir in Großveranstaltungen, Kulturveranstaltungen eng beieinander sind. Deswegen bleibt es auch dabei, dass wir ein besonderes Augenmerk auf diejenigen legen müssen, die in solchen Situationen arbeiten und damit ihr Geld verdienen, Künstler, Künstlerinnen, Kulturschaffende. An sie sollten wir auch in den nächsten Monaten in besonderer Weise denken und dafür sorgen, dass sie diese Situation gut überstehen können. Ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass wir in unserem Land in eine Situation geraten und das möglicherweise auch mutwillig herbeiführen, dass ältere Menschen, dass Schutzbedürftige, dass Menschen mit Beeinträchtigungen aus dem öffentlichen Leben eingeschlossen, ausgeschlossen und zu Hause eingeschlossen werden. Aus meiner Sicht geht das überhaupt nicht, sondern wir müssen dafür sorgen, dass gerade in Pflegeheimen genügend Schutzkleidung da ist. Wir müssen auch dafür die Möglichkeit schaffen, dass zum Beispiel über 60-Jährige für sich sagen, ja, ich möchte zu meinem eigenen Schutz lieber von zu Hause aus arbeiten oder eben nicht arbeiten. Dazu sollten die über 60-Jährigen das Recht haben, aber die Gesellschaft kann unmöglich, die Politik kann unmöglich sagen, diese Menschen schließen wir vom öffentlichen Leben aus und sperren sie zu Hause ein. Es gibt ja ganz diverse Vorschläge vom RKI, von der Leopoldina mittlerweile, die dazu kursieren. Was sind denn da die maßgeblichen Richtlinien, nach denen sich da die Grünen orientieren mit ihren Vorschlägen? Ja, wir schauen uns natürlich alle Studien und alle Vorschläge an und auch die Praktikabilität. Zunächst mal wäre es natürlich gut, wenn die Bundesländer sich darauf einigen, gemeinsame Voraussetzungen zu formulieren. Dazu gehört es, dass wir nicht in großen Klassenverbünden arbeiten können, weder bei den kleineren noch bei den größeren Kindern. Es gehört dazu, dass Abstand eingehalten werden kann und auch eingehalten werden muss. Es gehört dazu, dass Schutzmaßnahmen ergriffen werden, bis hin zu der Reinigung von Sanitäranlagen etc. pp. Also, wir brauchen die Voraussetzungen selbstverständlich auch in der Schule. Kleine Klassen, kleine Gruppen, in den kleineren Schulklassen der Grundschule mit Sicherheit auch eine Mischung aus Betreuung und Unterricht. Die Großen können ja eher auch zu Hause weiter unterrichtet werden. Aber was wir nicht machen können, ist, dass wir Schülerinnen und Schüler gefährden oder sie dann eben andere Menschen, mit denen sie später Kontakt haben. Eine Nachfrage dazu, wo sollen die ganzen an Betreuer herkommen? Also sowohl Lehrer, zusätzliche, auch Betreuer in Kitas, wenn das kleinere Gruppen sein sollen. Das muss ja irgendwie, gibt ja jetzt schon nicht genug. Es wird schrittweise passieren. Wir brauchen zunächst mal mehr Notbetreuung. Da sind wir in Deutschland noch im unteren einstelligen Bereich und das machen uns andere Länder anders vor. Also mehr Notbetreuung in Kindertagesstätte und Schule, das ist möglich. Viele Menschen geraten übrigens in dieser Situation ja auch in finanzielle Schwierigkeiten. Deswegen brauchen wir hier auch gerade für die sozial Schwachen, was die Regelsätze angeht, unkompliziert einen Aufschlag, damit sie diese Zeit gut und vernünftig überstehen können. Also Notbetreuung auf der einen Seite. In Österreich sind das ungefähr 30% Kinder, die in die Notbetreuung gehen. Das kann man auch bewältigen. Und auf der anderen Seite eine schrittweise Öffnung. Und das wird nicht so sein, dass Lehrerinnen und Lehrer dann morgens und nachmittags jeweils in Schichten unterrichten, sondern sie werden wahrscheinlich nur die halbe Zeit für jeden einzelnen Schüler zur Verfügung haben. Aber das geht. Und deswegen schrittweise Öffnungen in kleineren Gruppen, nicht mit doppelt so vielen Lehrern, sondern mit den Lehrerinnen und Lehrern und Betreuerinnen und Betreuern, die da sind.
vielleicht auch den Studierenden, die Lehramt studieren und sagen, ja, in dieser Zeit wollen wir uns besonders auch in den Schulen mit engagieren, um da Hilfe zu leisten.